Das Promi-Geflüster heute wieder mit einer brandneuen Ausgabe. Natürlich, wir haben schon langsam jetzt aber sicher den April im Kalender sichtbar. Ja, das Frühjahr naht und das Frühjahr bringt natürlich auch wieder ganz neue Musik mit sich. Und ich freue mich, ich habe schon lange mit ihm über die Social Media, Instagram vor allen Dingen, Kontakt und ihn auch schon ein bisschen verfolgt. Jetzt, zu diesem Zeitpunkt, hat er gerade sein Debütalbum draußen, Tigerherz. Und da dazu sage ich mal ganz herzlich willkommen, Grüße in die Schweiz, den Lukas. Servus. Ja, hallo, hallo. Hi Frank, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass wir heute zusammengefunden haben. Jetzt mal nicht über Social Media, sondern mal in Person. Ganz genau, das freut mich natürlich auch. Und wie gesagt, dein neues Album oder dein Debütalbum ist jetzt gerade so vor wenigen Wochen, kann man sagen, erschienen. Also ganz neu. Und da wollen wir heute zum einen auch ein bisschen drüber sprechen. Aber du hast noch eine ganz andere Leidenschaft gehabt, also vor deinem Musikkarriere sozusagen. Warst du eigentlich in sportlicher Hinsicht aktiv? Was kann man da dazu sagen? Ich war Spitzenturner. Ich habe 20 Jahre lang auf höchstem Niveau Kunsttouren gemacht und habe während der Karriere auch angefangen mit der Musik. Habe ich die Leidenschaft für Musik entdeckt und das ist so meine Vorgeschichte, die natürlich noch viele Details hat mit vielen Rückschlägen und allem. Und aber da kommen wir wahrscheinlich noch drauf, ne? Genau, da werden wir nachher auch noch ganz kurz zu sprechen kommen, ganz genau. Ja, Musik, Sport, wie gesagt, wir haben es gerade soweit erwähnt, aber die Leidenschaft zur Musik, das ist natürlich auch eine ganz große Geschichte. Ich habe es auch immer schon ein bisschen mitverfolgt. Das hast du ja schon immer jetzt auch nebenbei gemacht. Und es hat jetzt eben durch die Corona, denke ich mal, einfach auch die Zeit gebraucht, bis jetzt das Album rauskam, oder? Ja, es war eigentlich so, dass das Album war eigentlich geplant, genau dann, wo Corona gestartet hat, ehrlich gesagt. Also und dann haben wir immer wieder verschoben. Und dann habe ich gesagt, komm, mein Team und ich, komm, jetzt gehen wir nochmal über alle Songs drüber und haben das Album nochmal komplett ein bisschen überarbeitet. Und so wie es jetzt ist, bin ich einfach extrem happy. Und ich bin so glücklich, dass das jetzt so gekommen ist und dass wir keinen Schnellschuss gemacht haben, sondern wirklich gewartet haben, bis der richtige Zeitpunkt da war. Und jetzt ist das Tigerherz da. Tigerherz, genau so heißt das Ganze. Wir haben es auch mal ganz kurz, glaube ich, hier noch mit eingeblendet. Kann man mal zeigen. Genau so. Hälfte Gesichts, menschliche Gesicht und die andere Hälfte sieht man ein bisschen den Tiger. Was hat es mit dem Tiger oder was bedeutet der Tiger für dich? Ich meine, das ist ja wirklich auch ein Kämpfertier, ne? Genau, also der Tiger ist so ein bisschen mein Spirit Animal und das Tigerherz ist eigentlich so ein bisschen entstanden, dieser Name, als ich meine Karriere als Turner beenden musste, abrupt und ich plötzlich gar nicht mehr wusste, wie es weitergehen soll und ich monatelang einfach im Loch war und irgendwann wollte ich einfach nicht mehr so leben und ich wollte wieder zurück ins Leben kommen und da habe ich irgendwie, bin ich auf dieses Tigerherz gekommen und dazu gibt es auch schon ein Buch, mein Werdegang sozusagen, meine Biografie, die heißt Tigerherz und jetzt sind wir irgendwie darauf gekommen, dass wir das Album auch so taufen, weil es einfach ein Rundum-Paket ist jetzt und es könnte irgendwie nicht besser passen. Sehr schön. Buch geschrieben, das heißt, sind deine Ideen, die du zu Papier gebracht hast oder deine Geschichte? Oder hast du jemanden, der für dich schreibt?
Tigerherz habe ich mit einer Frau geschrieben, die auf mich zugekommen ist, die fürs Fernsehen gearbeitet hat, die mich schon oft begleitet hat und ganz viel schon auch gesehen hat, wie es mir geht und alles, was ich durchgemacht habe, diese Auf und Abs. Und nach meiner Karriere ist sie auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, Lukas, deine Geschichte, da müssen wir ein Buch draus machen. Dann habe ich gesagt zuerst, ja, also jetzt mal den Ball flach halten, weil ich bin erst 25 und da schon meine Biografie rausbringen, da finde ich jetzt irgendwie ein bisschen zu früh. Und dann hat sie aber gesagt, Lukas, du glaubst gar nicht, wie viel Mut du Menschen machen kannst mit deiner Geschichte. Und das hat mich dann überzeugt, zu sagen, okay, wenn es darum geht, dass ich mit meiner Geschichte, meinen Stories anderen Menschen Mut und Kraft geben kann, dann ist das das Mindeste, was ich machen kann. Und dann, ja, haben wir Tigerherz zusammengeschrieben. Und es war dann auch direkt ein Bestseller, also in der Schweiz. Wunderbar, dann Glückwunsch dafür. Ja, und so eben, wie gesagt, auch das Album. Sind 12 Titel drauf, Kleine. Und was sind so die Inhalte von den Titeln einfach? Was erzählst du für Geschichten drin? Das Album hat eigentlich so wie einen roten Faden von den Anfängen meiner Geschichte bis zum Zeitpunkt jetzt. Und ich erzähle darin ganz viel über meinen Weg oder über Begegnungen, die ich hatte. Und ich möchte mit den Songs in diesem Album möchte ich Menschen einfach Kraft schenken, Mut machen und zeigen, dass es immer einen Weg gibt. Und dass man einfach nicht aufgeben soll, egal wie groß der Schicksalsschlag ist. Und es sind Mutmacher-Songs, es sind aber auch Songs dabei, die zeigen, hey, es ist okay, wenn es dir mal nicht gut geht, das darf sein. Und man muss nicht immer zufrieden und glücklich und happy sein, das geht gar nicht. Und ich zeige da einfach auch ganz viele Lebenssituationen auf in dem Album und besinge auch Menschen, die mir all die Jahre zur Seite gestanden sind. Und natürlich hat es auch zwei, drei Love-Songs dabei. Und ja, also es ist ein sehr bunt gemischtes Album, sehr modern produziert und ja, einfach mit Texten, die von meinem ganzen Herzen kommen, die einfach ohne Filter direkt ins Herz gehen sollen. Und ich wollte einfach nicht irgendwie kryptische Texte schreiben, sondern wirklich gerade heraus und ich glaube, das spürt man in den Songs. Und es sind natürlich, wenn man so zwischen den Zeilen liest, vom Text her die Zeilen größtenteils von dir, also oder zumindest mitgeschrieben, ne? Die Songtexte sind alle von mir, ja. Ja, sehr gut. Welcher Titel mir da jetzt gerade auch so auffällt, Wunderschöner Dieb, das ist die letzte Nummer drauf, gell? Was hat es damit auf sich? Wunderschöner Dieb, das ist jetzt so eine, das muss ich ein bisschen ausholen, weil ich habe erst ganz spät sozusagen entdeckt, dass ich auf das gleiche Geschlecht stehe, dass ich auf Männer stehe und als ich das rausgefunden habe, fühlte ich mich zunächst unglaublich verloren und ich wusste nicht, wie weiter und wodurch es geht. Und ich war irgendwie einfach in dieser Welt, in diesem Neuen, war ich einfach irgendwie wie verloren und dachte einfach nicht, dass ich irgendjemals wieder jemanden finde. Und den Song habe ich eigentlich über meine erste große Liebe zu einem Mann geschrieben. Gut. Also, geht's dann aktuell gerade glücklich vergeben sozusagen? Ich sage nur, dass ich glücklich bin, ob ich vergeben bin oder nicht. Das bleibt im Moment noch bei mir. Okay, alles gut. Nee, aber das soll ja schon mal genügen. Das ist richtig, genau. Und klar, in der heutigen Zeit ist ja das alles gar kein Problem mehr. Man kann ja da offen wirklich reden und soll auch offen reden. So auch, denke ich mal, wird auch der erste Titel ein bisschen damit zusammenhängen. Freunde in einer anderen Welt, oder? Den habe ich tatsächlich nicht über diese Intention geschrieben, sondern
Den habe ich geschrieben, als ich voll im Saft war als Sportler und mit meinen Freunden in dieser anderen Welt gemeinsam nach unseren Zielen ja, uns gekämpft haben und alles gegeben haben für unseren Traum Olympia. Okay. Und ich habe den Song einfach, weil wir waren immer so eine Gruppe von Jungs, die einfach gemeinsam diesen heftigen, harten Weg gegangen sind. Aber im Nachhinein sehe ich das genauso, wie du sagst. Den Song kann man auch so interpretieren, dass es auch über dieses Thema gehen kann. Und ich habe die meisten Songs ein bisschen auch so offen gelassen, dass jeder das interpretieren kann, was er möchte. Ja, wann waren eigentlich für dich sozusagen die sportliche Seite beendet? Wann war da Karriereende? Ich habe aufgehört mit dem Turnen 2015, als ich nach ja, zwei großen Knieoperationen und der Diagnose Epilepsie und noch vielen weiteren Geschichten einfach nicht mehr konnte. Und ich wollte nicht aufhören, weil mein Herz brannte für diesen Sport, für das Turnen und das war meine große Leidenschaft und das war mein Leben. Und ja, aber mein Körper hat einfach gesagt, hey, jetzt geht's nicht mehr. Und dann musste ich mich dem fügen. Aber dass du es noch drauf hast, das hast du erst kürzlich ja bewiesen bei Kai Pflaume in Klein gegen Groß. Yes, das war richtig cool. Das hat richtig Spaß gemacht, mich da wieder so krass vorzubereiten. Natürlich, ich mache täglich Sport immer noch. Ich habe ja auch meine Show aus Gesang und Akrobatik noch neben der Bandgeschichte. Und aber das war wieder mal so ein Wettkampfgefühl und es hat richtig Spaß gemacht, das zu tun, wirklich. Wobei ich sage mal, für den Kleinen, ich meine, für den war es ja fast ein bisschen Nachteil, wenn bis der da so hochgreifen konnte, dann, oder? Das ist noch schwierig zu sagen. Also ich hatte dafür einfach viel den längeren Weg. Also Ja, okay. ich wüsste jetzt nicht, wer hier den größeren Vorteil gehabt hat, aber mir hat der Junge total leid getan am Ja, Schluss. klar. Und war für ihn, glaube ich, schon ein bisschen traurig, aber es ist ja auch gut für diese Kids auch mal zu lernen, was es heißt zu verlieren. Also Ja, natürlich, klar. das. Weil das besinge ich auch in einem Song. Ich musste lernen zu verlieren und das stimmt. Und in der heutigen Zeit lernt man das fast gar nicht mehr. Und deswegen ist das gar nicht, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Ja. Jetzt hast du es gerade vorhin auch angesprochen schon, was auch ein bisschen deinem sportlichen Karriere vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ob es geschadet hat oder welches Handicap das war, Epilepsie. Also wenn man die Krankheit hat, ich weiß nicht, wie hat sich das bei dir ausgewirkt oder entsprechend dann bemerkbar gemacht auch? Also die Epilepsie kam eigentlich aus dem Nichts und das sozusagen in der Blüte meiner Jugend, blöd gesagt. Ich habe das mit 20 Jahren gekriegt. 2010 hatte ich meinen ersten Anfall. Und das ist eigentlich höchst selten, dass man das so in diesen jungen Jahren kriegt. Entweder kriegt man es als Kind oder dann eher als älterer Erwachsener. Und ja, das war ein Riesenschock und ich wusste mal erstmal nicht, wie es weitergeht für mich im Leben und mit meinem Sport und alles. Und auch die Ärzte waren sich sehr uneinig. Der eine sagt, hör sofort auf, du darfst nicht mehr. Und der andere sagt, das ist meine Entscheidung. Und schlussendlich habe ich einfach für mich gespürt, dass es einen Weg gibt und dass es seine Zeit braucht, bis ich damit klarkomme. Aber ich glaube, wenn ich mich jetzt meiner Krankheit beugen würde, dann würde ich irgendwie mein Leben aufgeben. Und ich habe gesagt, ich möchte nicht, dass diese Krankheit mein Leben bestimmt. Und ich habe
mit der Zeit einfach gelernt, damit umzugehen. Ich habe gelernt, die Krankheit zu akzeptieren und durch die Krankheit habe ich auch ganz viel gewonnen für mich. Ich habe mich selber viel besser kennengelernt. Ich habe gelernt, wieder ich selbst zu sein und mich nicht zu verstellen. Und ich bin durch die Krankheit zum Schönsten gekommen, was es gibt, und das ist die Musik. Sehr gut. Da steckt es jetzt immer noch ein bisschen in dir, Epilepsie? Kann da immer noch Anfälle auftreten? Das wird mein Leben lang mich begleiten, aber ich bin jetzt seit 7 Jahren anfallsfrei, und ich glaube, das hat auch sehr viel mit der inneren Einstellung zu tun. Und ich habe ja Epilepsie gekriegt 2010 und habe mich dann zurückgezogen für eine Weile und habe aber dann gesagt, hey, ich will noch mal, ich schaffe das. Und bin dann 2013 mit der Musik, durch die Musik, dann auch noch Vize-Europameister geworden am Barren. Also, und da hat sich einfach für mich gezeigt, hey, man kann es schaffen. Man kann es schaffen, auch wenn man viele Umwege gehen muss, den größten Berg überqueren muss, es gibt einen Weg, seine Träume und Ziele zu verfolgen. Auch wenn es manchmal heißt, ja, vielleicht eine ganz andere Abzweigung zu gehen, als man eigentlich vorhatte. Dann kommen wir jetzt doch mal zur Musik nochmal. Jetzt 2023, wir stehen ja noch sozusagen in der ersten Hälfte. Was steht für dich dieses Jahr an? Was sind so deine Pläne? Wo geht's los sozusagen? Auftritte etc. Wo kann man was finden über dich? Yes, also ich bin jetzt mit meinem Team dran, das ganze Jahr ein bisschen durchzuplanen. Wir sind auch dran, eine Tour zu organisieren, in der Schweiz und auch in Deutschland. Aber da kann ich noch nicht genaueres dazu sagen. Und es ist einiges im Gange, wo ich noch nicht viel erzählen kann. Aber auf jeden Fall kommt was, und ich habe schon einige Firmenauftritte, die ich schon fix im Kalender habe. Und ja, ich hoffe jetzt, dass das Tigerherz zu den Menschen ins Haus kommt und dass sie das hören und die Geschichten fühlen und feiern. Und ich hoffe, das können wir dann bald auch gemeinsam, wenn ich auf der Bühne stehe. Da wird man auf alle Fälle dich mit Sicherheit auch mal live sehen können. Da würde ich mich schon freuen drauf, weil vor allen Dingen, ich sitze ja im Süden Deutschlands, in Reutlingen. So weit sind wir da gar nicht auseinander. Mal schnell an die Schweizer Grenze gefahren und schon können wir uns eigentlich begegnen, theoretisch, ne? Ja, das wäre toll. Ich hatte ja jetzt gerade meine Albumtaufe in der Schweiz mit meiner Band, und das war einfach mega, mega Hammer. Und es hat mich gleich so, es hat so süchtig gemacht. Ich wollte einfach am nächsten Tag direkt wieder auf die Bühne. Aber müssen wir ein bisschen Geduld haben, aber das wird schon. Genau. Dann natürlich auch Social Media und Internet, das ganze Zeitalter. Wo findet man denn da was? Wer jetzt von meinen Zuschauern da einfach auch noch mehr wissen möchte. Genau, also auf den Social Media Kanälen bin ich unter Lukas Universum zu finden. Lukas mit C geschrieben und Universum, einfach wie Universum. Und im Netz bin ich www.lukasfischer.ch. Und ganz wichtig, auf Spotify bin ich unter Lukas und Tigerherz zu finden. Wenn ihr mich da auschecken wollt, wenn ihr das Album hier auschecken wollt, würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen. Und ja, folgt mir überall und hört die Songs und packt sie in eure Playlist. So machen wir das Ganze. Und dann gibt es bei uns wiederum bei Promigeflüster, nicht nur Promigeflüster, wir haben auch noch einen Radio-Channel, der nennt sich Schlager 24. Da wird dann deine Musik auch zu hören sein. Da bauen wir jetzt nach dem Interview, unmittelbar danach, eine Woche lang, eine Stunde lang so ein bisschen deine Musik zusammen. Genau. Cool, vielen Ja. Dank, da freue ich mich sehr. Aber das Ganze, wie gesagt, laut FM, das ist das Hauptding, laut FM, Schrägstrich, Schlager 24, da findet man das Ganze dann. Ne? Perfekt. Ja, dann sind wir eigentlich soweit auch schon fast durch.
fürs erste Mal. Wie gesagt, wenn wir uns mal live sehen, machen wir auf alle Fälle eine Fortsetzung. Und wenn du nach Deutschland kommst, melde dich einfach auch. Vielleicht klappt es ja irgendwo. Super, vielen, vielen Dank. Das würde mich sehr freuen. Ja, in diesem Sinne sage ich den Zuschauern erstmal herzlichen Dank fürs Zuschauen und dir herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, bei mir bei Promigeflüster vorbeizuschauen. Danke dir, lieber Frank. Hat mich sehr, sehr gefreut und auch liebe Grüße an euch da draußen.